Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 23 mit dem nächsten Match. Levante ist der nächste Gegner. Williams ist heute im Mittelpunkt. Denn 4 Tore aus den letzten 3 Spielen sind eine klare Ansage. Bleiben Sie dran, wir zeigen es Ihnen live bei EA Sports. Liebe Fußballfreunde, willkommen im Estadio San Mamés. Ich begrüße Sie zu dieser Begegnung. Am Mikrofon begrüßen Sie ganz herzlich Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und bei uns steht am heutigen Tage ein Spiel aus der La Liga Santander auf dem Programm. Athletic Bilbao gegen UD Levante. Also wenn die beiden aufeinandertreffen, dann wird es interessant. Auch für die neutralen Beobachter. Alle fiebern mit, alle freuen sich. Es kann gerne losgehen. So. Ja, warum ich Dinge jetzt skippe, ich möchte es jetzt immer noch zu Ende ziehen, bringen. 5 Spiele haben wir noch. Die haben wir jetzt auch safe, das ist durch den Champions League-Finaleinzug. Und ich möchte gerne jetzt mal auch wieder ein Match in der Liga gewinnen. Da sind wir jetzt gerade so ein bisschen auf der... Oh, warte mal, das ist ein Spiel. Oh, warte, was für eine drin, Chance. Diesmal. Da war irgendwo wieder Alu mit drin. Aber ist egal. 1-0 für uns. Also wir haben jetzt, glaube ich, noch 4 Ligaspiele und das Champions League-Finale gegen Paris. Hier nochmal die Wiederholung des Tors. Wir sehen den Konter und dann sehen wir. Es wird eng, es ist kaum Platz da, aber er setzt sich trotzdem durch. Exzellent. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Campagna. Sehr gutes Tackling. Das war wichtig. Und Zubeldia passt auch gut auf. Ja, schade. Sie bieten sich an. Aber dann verlieren sie den Ball, keine Gefahr. Oh, Zubeldia sagt, hier, das ist meine. Nun spielen wir wieder mit der ersten, ne? Also ich rotiere jetzt nicht durch in der Liga diesmal, weil auch kein wichtiges Spiel ansteht. Paris, vor Paris werde ich wahrscheinlich immer rotieren. Hier das erste Tor für Villarreal. Youssef N'Nesri ist der Torschütze. Nicht das Tor zum 2-0 nach 14 Minuten. Neuer Spielstand damit 1-0. Gespielt sind 12 Minuten. Vielen Dank für das Update. Der Ball springt jetzt mal weg. Da kann er klären, gut aufgepasst. Haben wir jetzt? Ja. Olmo! Bumm! 2-0! Jetzt sind sie mit 2 Toren vorne. Tolles Tor, wichtiges Tor. Jetzt darf er sich hier feiern lassen. Das war auch so ein Ding. Ich weiß nicht, wie viel der KMH der drauf hatte. Tolle Ballbeherrschung und ein Sensation. Steht da irgendwas mit KMH? Schnell der war? Leider nicht, scheinbar. Egal. Tor ist Tor, 2-0. Wie gesagt, ich baller mich jetzt ein bisschen aus der Krise raus. Oder will ich zumindest. Und Levante muss heute bluten. Hoffe ich zumindest. Williams. 3-0. Ich sage, Levante blutet heute für die Krise. Die Führung damit 3 Tore. Aus kurzer Entfernung das Tor, da sehen wir es nochmal. Ja, da macht er alles richtig. Ich weiß genau, wo der Ball hin muss. Besser kannst du den nicht machen. Und mit dem 3-0 sorgen sie hier für klare Verhältnisse. Er passt gut auf und hat den Ball. Gurisabel. Hab dich. Euer Sabal. Am Ball via Libre. Ich habe aber noch eine Chance, aber die nutze ich nicht. Geben. Das ist so einfach. Wie er das macht, holt sich den Ball. Also diese Ballverlust. Wo will der da hin jetzt? Keine große Mühe hier bei diesem ungefährlichen Ball.
Gorosabel. Hat in diesem Spiel bislang wirklich eine überzeugende Ballbesitzquote vorzuweisen. Und das ist schon klasse, wie sie aus dieser Überlegenheit wieder zu guten Chancen kommen. Ah, Moment, jetzt knallt gleich. Kepa hält, Ball ist noch im Spiel. Boah. Nicht präzise genug. Sag ja, ist, irgendwie will ich heute noch einen zu 0 Sieg haben. Ich habe selbst gegen den Tabellen 18. verloren. Und ich will dieses Ding mal. Und jetzt dieser tolle Steilpass. 4-0. Williams. Tor Nummer 3. Diesmal kam der Querpass rechtzeitig. 4-0 am Ende. Der nächste Treffer, 35. So, wir schauen uns die Wiederholung dieser Szene nochmal an. Erst kommt der Pass. Und dann hat der Torwart natürlich zwei Leute vor sich. Was will er da machen? Er muss sich für eine Sache entscheiden. Nach dem Bumm durch Almo. Das 4-0 ist schon deutlich. Der nächste Treffer. Weiter gefährlich. Nach Kepas Abwehr. Ja, leider wieder nicht zu 0. Irgendeiner fällt dann immer noch rein für den Gegner. 4-1. Wiederholung zeigt uns zunächst die gute Parade, richtig gute Parade, aber der Ball kann so einfach drin vorbei. Das ist eben gefährlich. Nächste Chance, das ist dann abgebrüht und der Ball ist drin. Jetzt also 4-1. Toller Zweiger. Aus dem Vorteil wurde nix, also ist es doch noch Freistoß. Campagna. Gute Grätsche. Gorosabel. Abflug. Nachspielzeit ist angezeigt. Es gibt noch eine Minute oben drauf. Wieder Libre. Die Chance jetzt. Sie können nicht klären. Sind weiterhin im Bedrängnis. Die Chance. Boom. Und das nächste Tor. Das ist natürlich stark. Sie lassen nicht. Ja, sie lassen sich locker. Gehen dann drauf. Zwingen den Gegner zum Fehler. Der kommt dann. Und dann ist es das 5-1. Ja, und dann fällt das Tor. Der Pausenpfiff beendet also diese erste Spielhälfte. Die Mannschaften gehen in die Kabinen und gleich geht es hier weiter. So, Villarreal ist dran. Mit der Führung für. Ja, eine Halbzeit haben wir noch zum Abschluss wahrscheinlich. Nochmal Paris haben wir noch. Ich will das, den zweiten Champions League-Titel gewinnen, den ersten auf der PS5. Auf der PS4 haben wir ihn ja gewonnen. Zug in die Mitte. Und dieses abgefälschte Ding fällt auch noch rein. 6-1. Der Ball wird abgefälscht. Sehen wir hier nochmal ganz deutlich in der Wiederholung. Es wäre sogar ein Handelfmeter gewesen, wenn der nicht weiterlaufen würde. Oder? Das ist ein Handelfmeter? Ja. Wäre es. Er geht rein. Und damit steht 6-1. Torreich und einseitig. So kann man das Spiel bezahlen. Sag ja, für die ganze Krise jetzt alles rum und dran. Für alles, was jetzt in den letzten Spielen passiert ist, blutet heute Bilbao. Blutet heute Levante. Der Ball geht deutlich neben das Tor. Merino, Dani Olmo, Muniain, Chance für Muniain, 6-7-1, 55. Überlegen, das ist jetzt nur noch ein Trainingsspiel für sie. Wir schauen uns die Wiederholung noch mal an. Er zieht da an seinem Mann vorbei und dann gibt es da nichts mehr zu halten. Ein unglaublich wuchtiger Ball, ein Hammer, drin ist er. Dominante Vorstellung heute, sie lassen wenig zu und sind selbst eiskalt vor dem Tor. Oh, das könnte was werden. Der nächste 8-1. Sag ja, wie gesagt, ich schieße mich jetzt gerade so ein bisschen aus der Krise. Ja, ich weiß, dass die letzten Folgen ein bisschen frustriert geschoben haben, gerade was die Liga betrifft. Und jetzt legen wir den nächsten nach.
was will er ausmachen kann. Ich versuche das Ding jetzt auch zweistellig zu stellen. Sehr, sehr druckvoll, ein schöner Sololauf, gekrönt von einem sehenswerten Treffer. Sie liegen deutlich vorn. Ja, der soll da nicht, du kommst nicht an. Das wird abgefangen. Das ist die Chance. Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Und das Tor. Aber da steht er immer noch. Der darf heute noch mal. 62. 9-1. Levante wird gerade sowas von zerschossen. Schauen wir uns das nochmal an. Da kann er aus kurzer Distanz abschließen. Das war dann am Ende irgendwie springt der Ball dann doch nochmal zu einem und der steht da vorne drin und haut da gerade das nächste Tor rein. Wir haben gerade noch mal gerade eine Stunde rum erst. So, ich nehme ihn jetzt mal raus, weil ich ihn jetzt vorne ein bisschen schonen will. Hat er heute geliefert. Er hat ja heute seine Arbeit getan. Man of the Match ist ganz klar. Ich glaube, 6 Tore hat er heute gemacht. Ja, 6. Eine absolut klare Angelegenheit ist das heute. So viel können wir schon mal festhalten. Dani Olmo. Da ist er da. Er steht gut und holt sich den Ball. Ja, wie gesagt, er hat mit seinem Treffer da das ganze Ding heute ein bisschen mehr oder weniger eröffnet. So, das war jetzt das Wort, was ich suchte. Schön, dass ah. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Bocha, Sainz, eingewechselt. Jetzt die Hereingabe. Ball kommt an den langen Pfosten. Es steht einer ein bisschen im Weg. Dani Olmo. Den Ball hat er. Jetzt können sie vielleicht kontern. Also wir haben 10 Tore, ja, aber ich will gerne das 10-1 auf die Anzeigetafel bringen. Druck sind da, gutes Pressing und das zahlt sich in dieser Szene aus. Kein Problem, den hat er. Wir will es verhindern, ne? 9 Minuten sind hier noch zu spielen. 10 Minuten vielleicht was noch. Was gibt er hier? Wie frei ist das für uns? Oh, jetzt werden sie wechseln. Dani Olmo. Gute Chance für Dani Olmo. Das macht er stark. Chance für den Konter jetzt. Ja, wird wahrscheinlich doch nichts werden. Es gibt ein Tor. Da ist er alleine durch. Klasse Konter, aber kein Tor. Es wäre fast so weit gewesen. Das war ein guter Spielzug. Merino. Am Ball, via libre. Dani Olmo. Da ist die Chance für Dani Olmo. Doch. Nächstes Tor. Den Torreihen geöffnet, den Torreihen abgeschlossen. 10-1. Dani Olmo. Im kurzen Eck ins Netz, da wird sich und muss sich der Torhüter ärgern. Doppelpack. Deutlich vorn, bis hierhin ist es eine klare Nummer. Könnte was werden, guter Pass. Tor Nummer 21 für ihn. Und der Angriff ist wohl erstmal vorbei. Ja, schade. Das ist der Schlusspfiff in dieser Partie. Sag ja, für die ganze Krise und alles drum und dran musste heute Levante bluten. Und zwar so richtig. 6 Schüsse, 6 Tore, dann Jacky Williams, der Man of the Match ist mir als klar. Unheimlich starkes Spiel, ein echter Aktivposten. Und das führt die Mannschaft dann letztlich auch zu diesem schönen Sieg. Ich glaube, heute hat eine Menge gestimmt. Und zwar haushoch verdient gewonnen. Punkt.
Wenn man mal auf die Station 14 Torschüsse und 10 davon waren drin. So, gut. YouTube. 3 haben wir noch. Mallorca der nächste. Gewinnen wir denn jetzt da? Granada, so, wir sind wieder drin gewesen. Die haben ja, sind ja weit weg. Ne, sind ja 5 Punkte immer noch. Sagen wir mal, Levante gerade abgeschossen. Die sind auch nur 10 da, ne? Aber haben halt gerade heute auf die Fresse gekriegt. Gut, ich bin raus für heute. Wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Und da geht's weiter mit dem Auswärtsspiel auf Mallorca. Ja, das wäre dann später Nummer 36. Bis dahin und.